Ja, hallo ihr Lieben, frohe Weihnachten alle zusammen und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe vom Wolpen Man and Company. Ja, wir haben heute Großes vor Weihnachten und da geht es bei uns nicht ohne Gans. Auf jeden Fall ist es bei uns nicht eine ganze Gans, sondern eine Gänsebrust, denn wir sind ja nur zu zweit und da haben wir gedacht, da gönnen wir uns was, da gibt es für jeden eine leckere Gänsebrust. Dazu wollen wir machen ein Rosenkühlchen. Da haben wir so einen ganz tollen gekriegt, so einen kleinen, weil normal, wenn ich den in der Pfanne mache, wir schmoren den mit Olivenöl, bisschen Butter, bisschen Deckel kommt auch noch drauf, dass er schön durchgeht. Normal halbiere ich den, damit das auch schön gar ist alles, aber der ist so schön klein, den lassen wir im Ganzen. Dazu gibt es was Tolles, das zeige ich euch, das habe ich im Kühlschrank. Ein Geschenk von unserer lieben Nichte, rohe Kloßteig, das ist klasse, da basteln wir uns gleich, das muss mein Antonio machen. Ich denke mal, das gibt 6 schöne große Klöße. 4 heute, 2 für morgen, die kann man in der Pfanne ja noch anbraten, das machen wir gleich. Und dazu die Soße, die erkläre ich euch auch gleich noch. Hier seht ihr schon, im Einsatz ist der 24er Wolltopf aus der Konzeptserie. Diamond Light 18er Soßentopf, Milchtopf aus der Diamond Light Serie ebenfalls die 24er Viereckpfanne. Und aus der Diamantitan Best Serie die 26er Hochhandpfanne. Und ihr seht schon immer, Griff muss nicht sein, da langt ein Griff für alle Pfannen und schon geht's los. Bei den Gänsebrüstchen fangen wir an. Die habe ich jetzt einfach gewaschen, abgetupft, es waren gefrorene, logisch, gut gesalzen von beiden Seiten. Und jetzt nehmt ihr hier, wenn ihr sowas habt, so ein Teppichmesser, so ein Cuttermesser. Und da machen wir einfach hier ganz beherzt, schaut mal hier, zack, zack, zack. Schneiden wir uns so ein paar Streifen rein, einmal kreuz und einmal quer. Dann kann nachher das Fett schön ausbraten. So, und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Das Fett soll raus. Da habe ich hier die 24er Pfanne jetzt vorgeheizt. Also nicht zu heiß, das ist wichtig. Und da geben wir jetzt unsere Gänsebrüstchen rein. Und zwar mit der Hautseite erstmal nach unten. Und lassen da auf ganz kleiner Hitze, also ich habe jetzt hier auf Stufe 1,5 stehen, einfach die mal so ein bisschen anschmurbeln, damit das Fett sich da schön rauslöst und damit wir nachher dann ein tolles Ergebnis haben. Von der anderen Seite braten wir es natürlich auch noch an und dann geben wir das Ganze in den Grill und dann habe ich hier auch wieder Platz für die anderen Sachen. So, bei der Soße, da könnt ihr auch gerne jetzt schon zuschauen. Da habe ich schon angefangen, da haben wir 2 Zwiebeln drin, da ist Knoblauch drin, da ist gehackte Pflaume drin, Backpflaume haben wir da reingegeben. Das röste ich jetzt noch richtig an, dass das voll farbig ist. Dann geben wir dazu ein bisschen Tomatenmark, ein paar Gewürze, gießen das Ganze mit Brühe auf, binden die Soße mit Mehl ab und dann kann man die abschmecken, wie man möchte. Ein bisschen säuerlich, ein bisschen süßlich, ich gebe da immer gerne noch so ein bisschen Apfelkraut rein. Das ist wirklich eine reine Geschmackssache. Oder nachher von dem Gänsefett was dazu schütten. Das wird eine ganz leckere Sache. Jetzt braten wir uns das gleich erstmal fertig an. Beim Topf hier, beim Konzepttopf, ist das Schöne, da seht ihr jetzt, da habe ich das Wasser schon vorher erhitzt. Da ist jetzt der Deckel drauf, da bleibt also die Hitze, die Energie drin. Wollt ihr jetzt einfach mal kochen, machen wir das so drauf. Dann dampft euch das rundherum ab. So könnte ich jetzt auch Nudeln abschütten, Gemüse abschütten. Und dann super praktisch hier, schau mal die Parkposition. Da ist euer Deckelchen immer toll aufgehoben und ihr habt die Hände frei. So, dann sehen wir uns gleich weiter, wenn die ganz von beiden Seiten angebraten ist. So ihr Lieben, jetzt haben wir die Gänsebrust auf der Hautseite gut und langsam, schaut mal hier, schmurgeln lassen. Und ihr seht schon, was da los ist. Das ist alles Fett. Jetzt gibt es natürlich Rezepte oder Leute, die dann sagen, oh, das ist gute Fett und so. Wir wollen es einfach nicht, wir wollen das nicht so fettig haben, deswegen machen wir hier die Soße so ein bisschen kalorienreduziert. Und jetzt die Pfanne vom Herd und auf 220 Grad in den Grill rein, so 20 Minuten. Und weil das alles ziemlich schnell jetzt gehen soll, können wir zur selben Zeit auch mit dem Rosenkohl anfangen. Den stellen wir uns jetzt hier auf den Herd, warten bis der ein bisschen Temperatur hat und dann kommt der Olivenöl erstmal zu. Ah, Kloßwasser ist gleich auch heiß. So, schaut mal, hier sind wir bei der Soße. Da habe ich jetzt noch Tomatenmark reingegeben, bisschen Mehl, habe das Ganze angeröstet. Da geben wir jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Temperatur drauf. Jawohl. Und löschen das Ganze einfach mit ein bisschen Brühe. So, dann nehme ich jetzt halb Brühe
und nachher noch ein halbes Fläschchen Weißbier geben wir dazu. Das Ganze jetzt natürlich rumrühren, damit das Mehl bindet. Und würzen ist wirklich Geschmackssache. Da probiert ihr einfach aus, was schmeckt euch da lieber ein bisschen herzhaft oder süß oder mehr Pfeffer. Das macht ihr, wie ihr wollt. So, schaut mal hier, könnt ihr gerne mal reinschauen. Das bindet also schon sehr schön. Kann man mit der Temperatur zurück und das lassen wir dann ziehen nachher. Machen wir den Deckel drauf. Kann man noch ein bisschen sogar hier von der Brühe nachgießen. Und dann haben wir eine ganz klasse Sache. Unser Kloßwasser, das kocht jetzt. Da hatte ich ja gesagt, wie schön das ist hier. Schaut mal hier mit dem Deckel, den man da abnehmen kann. Da brauchen wir jetzt, dann nehmen wir mal den hier und da kommen die Klöße rein ins kochende Salzwasser. Da ist dieser schöne 24er Topf aus dieser Serie hier, aus dieser Konzeptserie, fantastisch. So, wer Klöße schon mal gekocht hat, der kennt das. Wenn die nachher hochkommen, also einmal aufkochen lassen und wenn sie oben schwimmen, sagt man, dann haben sich die Klöße bedingungslos ergeben, bedingungslose Kapitulation. Und dann kann man sie eigentlich warm halten auf ganz kleiner Stufe, bis die restlichen Sachen auch fertig sind. Soße köchelt jetzt langsam. Hier den Deckel, den können wir natürlich runternehmen, weil das ist wichtig, also kein Deckel mehr drauf, dann zerkocht euch das Ganze. Und beim Rosenkohl, da geht es jetzt einfach hier weiter, den rösten wir uns erstmal an, würzen das Ganze noch, da habe ich hier ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kümmel und ein paar Speckstückchen kommen nachher da rein, ein Stich Butter noch und dann schauen wir, wie es weitergeht. Kurzer Zwischenstand, ihr Lieben, schaut mal hier, unsere Gänsebrüstchen. Die sehen also schon gar nicht schlecht aus. Das sieht doch klasse aus. Die sind nachher auch fertig. Kommen wieder rein. So. Dann unser Rosenkohl. Da haben wir ja den Deckel drauf, dass der auch gar wird. Der hat auch schon ein bisschen Bräune. Wir mögen den immer gerne, wenn der ein bisschen noch knackig ist, also nicht so vermatscht. Deswegen gehe ich da jetzt auch einfach mit der Temperatur runter auf 1. Das soll uns langen, denn da kommt ja nachher noch der Speck dazu. Ein bisschen Butter noch. Ne? Butter muss sein. Und jetzt schaut mal hier die Soße, wie schön die einköchelt. Das ist also alles nur Hausmannssachen, keine Fertigsachen. Und die sieht auch jetzt schon klasse aus. Und da habe ich mir jetzt hier so ein ganz altes Sieb bereitgestellt und eine Schüssel und unseren guten Topflappen darunter. Und da werden wir das gleich durchsieben, einmal wieder zurück ins Töpfchen. Und dann kann man geschmacklich daran rumbasteln, so wie man will. Das könnt ihr da selber zu Hause gerne auch nochmal ausprobieren. Ja, ihr Lieben, wir können essen. Die Gänsebrust ist fertig, die haben wir rausgeholt aus dem Ofen. Rosenkohlchen mit dem Speck, mit ein bisschen Pfeffer, Kümmel ist drin. Die Klöße, hervorragend geworden. Also nochmal hier ganz lieben Dank an die liebe Tara, unsere liebe Nichte, für diesen tollen Kloßteig zu Weihnachten. Das ist fantastisch. Und das nur als Beigabe. Und so, die sind auch schon richtig toll. Siehst du? Die zwei, die da drin sind, die holen wir nachher noch raus. Das ist übrigens hier das Fett von dieser Gänsebrust, wo ich gesagt habe, das wollen wir nicht in der Soße haben. Wir haben uns ja hier eine ganz tolle Soße gemacht. Schaut mal hier. Die gehen wir jetzt einfach mal hier über die Knödel. Da würde ich sagen, so für jeden drei so Löffelchen. Bei der Soße mache ich gerne immer ein bisschen mehr, weil die man zu anderen Sachen nämlich auch noch gut brauchen kann. Die wird dann eingefroren, wenn wir da jetzt nichts mehr brauchen. Das ist schon eine ganz tolle Sache. So, einmal wieder sauber machen hier. Wunderbar. Und jetzt, ganz wichtig noch, bevor ich es vergesse, schau mal, habe ich immer gerne noch so ein bisschen, schließlich ist ja Weihnachten, ein paar Preiselbeerchen noch dazu. So, wunderbar. Herstellen wir aus, alles aus. Und schaut mal, hier ist unser Weihnachtsessen fertig. Unsere Gänsebrust mit Rosenkohlchen, Kartoffelklößen aus rohen Kartoffeln. Und ich wünsche euch nicht nur noch schöne Weihnachten, sondern auch, dass ihr in der Küche so eine fantastische und liebe Hilfe habt, wie ich die habe. Sonst wäre das alles gar nicht zu schaffen. Also an dieser Stelle vielen Dank bei euch fürs Zuschauen und bei meinem lieben Freund Antonio für die Vorbereitung und für die Aufnahmen. Euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.